Wie der Theoretiker zur Leitfigur der kritischen Generation wurde. Jetzt in Dreisat. Frankfurt 1948. Drei Jahre nach Kriegsende haben sich die Menschen zwischen den Ruinen eingerichtet und machen sich daran, die Stadt neu aufzubauen. Mit den Trümmern soll auch die Erinnerung an das Vergangene verschwinden und daran, wie sehr eine ganze Generation versagt hat. Zurückzudenken ist deprimierend. Das Glück liegt in der Zukunft. Eigentlich kann alles nur noch besser werden. In der zerstörten Johann Wolfgang Goethe-Universität, vor der Nazizeit die modernste deutsche Hochschule, helfen Studenten mit, neue Hörsäle zu bauen. Gleich daneben, wo in Zukunft die Mensa stehen soll, befindet sich eine weitere Ruine, das ehemalige Institut für Sozialforschung. Das Institut war die erste marxistische Forschungsstätte an einer deutschen Universität, aufgebaut in den 20er Jahren mit den Millionen eines Getreidehändlers, geleitet lange Jahre von Max Horkheimer, dem Herausgeber der legendären Zeitschrift für Sozialforschung. Mit ihr sollte der Marxismus aus seiner dogmatischen Verkrustung befreit werden. In ihr schrieben neben anderen der Psychoanalytiker Erich Fromm und der Philosoph Herbert Marcuse, später eines der Idole der deutschen Studentenbewegung. Walter Benjamin, der Essayist und Kulturkritiker, der 1940 Selbstmord begangen hatte. Und schließlich Adorno, Philosoph, Soziologe, Musiker und jüdischer Herkunft, wie seine Kollegen auch. Mit den geretteten Lehrbüchern sollten auch die verbliebenen Professoren zurückkommen. Das gelang nur durch persönliche Kontakte, wie sich der spätere Rektor Walter Rüegg erinnert. Er hatte in Paris studiert und nach dem Krieg einen Ruf nach Frankfurt erhalten. Zum ersten Mal hörte ich von Adorno vermutlich im Jahr 1948, als mein Freund und Mentor in Frankfurt, der Nationalökonom und frühere Soziologe Sauermann, in Chicago war und diese Gelegenheit benutzte, um hinüberzufahren nach Kalifornien, um Horkheimer zur Rückkehr nach Frankfurt zu bewegen. Und da erzählte er mir von der Begegnung mit Horkheimer und vor allem Adorno. Und zwar war es damals ein reines Herren-Knecht-Verhältnis. Er sagte, sowas habe er noch nie erlebt in seinem Leben, wie jemand einen Kollegen behandelt hat, wirklich wie einen Knecht. Max Horkheimer hatte sich im kalifornischen Santa Monica in der Nachbarschaft von Thomas Mann einen Bungalow gebaut. Er verwaltete die Reste des Stiftungsvermögens, mit dessen Hilfe das Institut einst gegründet worden war, und lebte letztlich davon. Wissenschaftlich produktiv war er kaum mehr. Und der größte Teil der berühmten Dialektik der Aufklärung, die 1944 vollendet war, dürfte von Theodor W. Adorno stammen, der zusammen mit seiner Frau in einem Apartment an der Hauptstraße lebte. 515 South Cantor Avenue. Horkheimer hatte ihm das Leben gerettet und garantierte ferner jene Ordnung, die er zum Arbeiten brauchte und die ihm half, sein Emigrantenschicksal zu ertragen. Denn es war ein unrettbar beschädigtes Leben, stärker noch, als es der Untertitel seiner berühmten Aphorismensammlung vermuten ließ, Minima Moralia, gewidmet Max Horkheimer, als Dank und Versprechen. Im April 1948 reiste Max Horkheimer an Bord der Queen Mary über den Atlantik. Er reiste nicht als Sieger. Das Institut hatte nie Anschluss an den amerikanischen Wissenschaftsbetrieb gefunden. Und der einzige große Auftraggeber, das American Jewish Committee, wollte die Zusammenarbeit nicht fortsetzen. Jetzt suchte Horkheimer eine neue Aufgabe für das Institut. Vielleicht war es die Umerziehung der Deutschen zur Demokratie, sofern es in Deutschland, wie er hoffte, ein paar Studenten und sonstige Intellektuelle gibt,
auf die man nachhaltigen Einfluss in unserem Sinn ausüben kann. Das wollte er erkunden. Und er fand, was er suchte. Der Gedanke, dass ich dazu beitragen könnte, für die Zukunft wieder solche Menschen zu erziehen, die für die Gerechtigkeit und für die Freiheit sich einsetzten, scheint mir ein so schönes Ziel zu sein, dass ich glücklich war, wieder hierher zu kommen. Das war der Grund. Die meisten Studenten waren ehemalige Soldaten, die nicht nur für einen Beruf studieren wollten, sondern auch eine Erklärung für das suchten, was mit ihnen geschehen war. Sie waren in der Nazizeit groß geworden. Viele hatten gegen die Amerikaner gekämpft, die nun als Besatzungsmacht in Frankfurt regierten. Deren Verantwortliche wussten sehr wohl, dass die Demokratisierung Deutschlands ein langer Prozess sein würde, den die Deutschen letztendlich selbst leisten mussten. Deshalb unterstützten sie sehr schnell den Plan, das Institut für Sozialforschung wieder aufzubauen. Nur in die Berliner Hochschule für Politik flossen mehr amerikanische Gelder als in das Institut für Sozialforschung, das an neuer Stelle gegenüber der Universität entstand. Auch das Land Hessen und die Stadt Frankfurt steuerten Mittel bei. Offiziell wurde das Institut am 14. November 1951 eingeweiht. Auch Adorno war bei der Feier anwesend. Er war mittlerweile auf Betreiben Horkheimers zum außerplanmäßigen Professor ernannt worden. Der Frankfurter Oberbürgermeister hielt eine Rede. Horkheimer und Adorno fanden Anerkennung wie nie zuvor. Frankfurt war ja fast wie verhext von dem, was da in diesem Institut passiert. Ich meine, also, man konnte sprechen, mit wem man wollte, nicht nur in der SPD, sondern durch die ganze politisch, auch intellektuell interessierten Bürger von Frankfurt. Die waren alle hoch begeistert davon, was da passiert. Und ich meine, dass da etwas Neues kommt. Und ich meine, man wirklich nun also den Nationalsozialismus damit endgültig überwunden hat und so weiter. Das war also, da haben sie eine unglaubliche Wirkung ausgeübt. Jede Einzelheit an diesem Institut hatte eine besondere Regel. Nichts war wie die normale Universität. Und sonst war dieses Institut wie ein selbstständiger Dampfer, wie eine Arche Noah. Sodass also im Notfall, wenn die Bundesrepublik sich noch mal wieder reaktionär verschlechtert, abreisen könnte. Man hatte den Eindruck, die waren nur provisorisch erstmal hier im fremden Gestade gelandet. Die trauten dem nicht. Von den ursprünglich 30.000 Menschen jüdischen Glaubens, die vor 1933 in Frankfurt gelebt hatten, kehrten nur 130 zurück. Die Überlebenden der Vernichtungslager verließen Deutschland erleichtert als Displaced Persons. Dass Horkheimer und Adorno den umgekehrten Weg gingen, war in jeder Hinsicht außergewöhnlich. Und ebenso außergewöhnlich war ihr Geschick, sich neben der Universität zu behaupten. Dass sie Emigranten waren und von den USA unterstützt wurden, brachte ihnen nicht nur Freunde ein. Dass sie die Frage stellten, wie die Deutschen so widerstandslos dem Antisemitismus verfallen konnten, auch nicht. Es hat sicher zum Antisemitismus seinerzeit ungeheuer beigetragen, dass jemand den Ausdruck das jüdische Problem erfunden hat, wodurch eben selbst der größte Irrsinn, den man behauptet hat, von vornherein doch als etwas in problematischer Form erschien, also als etwas, worüber sich nachzudenken ernsthaft verlohnt, anstatt dass dieser Irrsinn mit seinem Namen benannt worden wäre. Aber die Deutschen fühlten sich, wie Adorno einsehen musste, selbst als Opfer und wollten weiterleben, als wäre nichts geschehen, als hätte es Auschwitz nie gegeben. Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, scheint mir die allererste an Erziehung. Dass man diese Frage so wenig sich bewusst macht, zeigt, dass das Ungeheuerliche als solches doch noch nicht so in die Menschen eingedrungen ist, wie es sein müsste. Und dasselbe ist ein Symptom dafür,
dass die Möglichkeit, was die Menschen anlangt, fortbesteht. Auschwitz könnte sich wiederholen. Dies den Deutschen zu vermitteln, die nach dem Krieg Vertriebene und Obdachlose in KZ-Baracken unterbrachten, mit Tante Emma Laden und Gemeinschaftswäscheständer, das war eine Aufgabe, die Adorno nicht mehr losließ. Wenn er damit scheiterte, dann war alles andere sinnlos. Das bedeutete für ihn nicht, dass andauernd von Auschwitz die Rede sein musste, sondern dass die Erinnerung daran nicht überdeckt werden durfte, weshalb Adorno schon 1949 den provokanten Satz schrieb, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, sei barbarisch. Nicht Lyrik schlechthin wollte er damit unterbinden, sondern jene, die sich ins Vergessen flüchtete. Sie können nach Auschwitz nicht Kunst als Klamauk und als Beschäftigung für gelangweilte Wohlstandsbürger, ja, oder für Leute halten, die Aufmerksamkeit mit ein paar Harmlosigkeiten gewinnen wollen. Ja. Nach Auschwitz heißt, es wird einfach nicht mehr vergnüglich herumgebastelt. Man kann nicht einfach lustvoll in die Saiten greifen und Halleluja flöten. Ja. Barzon Brock, Kritiker, Künstler und Universitätslehrer, studierte in den 50er Jahren bei Adorno. Und das ist halt das Adorno-Verdienst. Er hat das Erörtern der Probleme stets auf den letzten Punkt bezogen und nicht dem Eigentlichkeitsjargon von der Ernst der Mensch und die Seele und das Ende und so, sondern schlicht und einfach auf historische und soziologische Tatsachen. Das eine war der Faschismus und das andere war die autoritäre Persönlichkeit. Die in den USA entstandene Studie über die autoritäre Persönlichkeit, Teil eines groß angelegten Projekts zur Erforschung des faschistischen Charakters, begründete den Ruf Adornos und Horkheimers als empirische Sozialwissenschaftler. Jetzt setzten sie, wiederum unterstützt durch amerikanische Mittel, die Studie in Deutschland fort, in der sogenannten Gruppenstudie oder dem Gruppenexperiment. Mit dabei der ehemalige U-Boot-Kommandant Ludwig von Friedeburg, der in Allensbach Erfahrungen mit der Meinungsforschung gesammelt hatte und später hessischer Kultusminister wurde. Man wollte erforschen die Einstellungen der jetzt nach dem Kriege hier Überlebenden in Deutschland zu Schlüsselproblemen ihrer Vergangenheit, also zum Krieg, zu den Nachkriegsbedingungen, zum Antisemitismus, zu Demokratie und Diktatur, also die zentralen Fragen, die sich stellten, wie das denn eigentlich nach einem so schrecklichen Krieg, der hier von uns aus in die Welt getragen worden war, mit den Überlebenden ausgeht und wie es weitergehen soll. Zwei Drittel der Deutschen, so das Ergebnis der Studie, standen der Demokratie sehr skeptisch gegenüber. Und die Hälfte lehnte jede Mitschuld an den Taten des Dritten Reichs ab. Allerdings konnte sich das Institut nicht allein auf diese Thematik konzentrieren. Adorno und seine Frau Gretel in Bergmannsanzügen. Um überleben zu können, musste das Institut Aufträge aus der Wirtschaft annehmen, darunter vom Mannesmann-Konzern, der das Betriebsklima in seinen Werken erforschen ließ. Viel Interesse hatte Adorno an empirischen Untersuchungen dieser Art nicht. Und sie waren, was ihre Durchführung betraf, nicht gerade originell. Für ihn erbrachten sie ohnehin nur oberflächliches Faktenwissen, aber keine Aufschlüsse darüber, warum die Welt so war, wie sie war und was daran falsch war. Als kritische Theorie, als Frankfurter Schule, wurde später bezeichnet, was am Institut gelehrt wurde. In den 50er Jahren hätte noch niemand von Schule gesprochen. Auch eine Utopie, wie die Welt aussehen sollte, wurde hier nie formuliert. Sondern mit den Texten von Hegel und Marx die Wirklichkeit gedeutet. Und das allein war in den 50er Jahren faszinierend für junge Studenten aus der ganzen Republik. Aus Göttingen kam der spätere Musikkritiker Joachim Kaiser nach Frankfurt zu Adorno. Dass die 50er Jahre vielleicht doch im Gegensatz zu dem, was in den 60er Jahren dann kam,
die intellektuellste und geistfreundlichste Phase der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert war, das wird einfach unterschlagen. Fast alle Leute, die heute wichtig sind und von denen man sagt, ein Glück, dass sie haben, ob das der Günter Grass ist oder der Jürgen Habermas oder der Enzensberger und, oder der Alexander Kluge und so, alle aus den, sind alle in den 50er Jahren groß geworden. Einer wie Hans Magnus Enzensberger stand dem Institut nahe. Einer wie Ralf Dahrendorf war kurzzeitig Assistent. Früh kam als Student der spätere Direktor des Hamburger Schauspielhauses Ivan Nagel nach Frankfurt. Jürgen Habermas war Assistent Adornos, wie später auch Oskar Negt. Der Psychologe und Leiter des Sigmund Freud Instituts, Alexander Mitscherlich, war dem Haus ebenso verbunden wie sein Schwiegersohn, der Staatsrechtler und Politologe Jürgen Seifert, um nur einige zu nennen. Ich habe in Frankfurt etwas gefunden, was ich gesucht habe, was wir im SDS alle gesucht haben, eben eine Auseinandersetzung mit Marx, die etwas anderes war als diese Scholastik, die man in Ostberlin gelehrt kriegte oder kaufen konnte. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Adorno war gerade das Gegenteil. Das war Auseinandersetzung mit Marx, aber ohne Marx-Zitate, ohne Bibel-Zitate. Adorno, lernte man also kritisch denken und das hat er auch gewollt. Alexander Kluge, studierter Jurist, war damals Referendar bei der Universitätsverwaltung. Adorno hatte den Ruf, in den Tagebüchern zum Dr. Faustus von Thomas Mann vorzukommen. Und Adorno habe ich kennengelernt in einer Vorlesung. Ich sehe immer große braune Augen vor mir, ja, und denke, das kann doch eigentlich, ist ein besonderer Mensch, ja, das kann eigentlich nur der sein, von dem Thomas Mann schreibt. Noch in Kalifornien hatte Thomas Mann seinen Roman Dr. Faustus geschrieben, in dem er Deutschlands Weg in den Faschismus versinnbildlicht in der faustischen Figur eines modernen Komponisten. Weil Thomas Mann aber von moderner Musik nicht allzu viel verstand, machte ihn Adorno mit Arnold Schönbergs Zwölftontechnik vertraut. Schönberg, unmittelbarer Nachbar der Manns, war empört, weil er selbst nicht namentlich genannt wurde. Thomas Mann schrieb nun ein Buch über die Entstehung des Dr. Faustus. Damit war Adorno auch als Musikphilosoph ein Begriff. In Darmstadt, bei den internationalen Ferienkursen, bei denen junge Komponisten wie Karl-Heinz Stockhausen, Pierre Boulez oder Luigi Nono zusammentrafen, war auch Adorno gerne zugange, diskutierte, stellte mitunter auch seine eigenen Kompositionen aus der Vorkriegszeit vor. Die neue Musik, sie fand in Deutschland der 50er Jahre eine Aufmerksamkeit, wie vielleicht sonst nirgends auf der Welt. Man hatte doch damals bei all diesen Veranstaltungen, und dabei möchte ich vor allem auch Darmstadt und die Leistung von Wolfgang Steinecker einbeziehen, man hat doch das Gefühl gehabt, es ist alles möglich eigentlich. Adorno gab auch gleich den Deutungsrahmen vor, mit seiner noch in den USA verfassten Philosophie der neuen Musik. Ohne Adorno hätte natürlich das Beste in der Musik nach dem Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich gar nicht erst angefangen. Es ist sehr schwer, die Wiederentdeckung, das Ausgraben sozusagen der Wiener Schule ohne Adorno sich vorzustellen. Das war nicht nur die Tat von Komponisten und Musikern, sondern da spielte Adorno bestimmt eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Während Adorno den intellektuellen Ruf des Instituts mehrte, festigte Horkheimer dessen Stellung innerhalb der Universität Frankfurt. 1951 war er zum Rektor gewählt worden, neben Wilhelm Richter in Bonn der einzige Emigrant in dieser Stellung. Horkheimer konnte repräsentieren. Er genoss es, Bundespräsident Heuss zu empfangen oder Bundeskanzler Adenauer. Und er hatte auch keine Hemmungen, Menschen für seine Zwecke einzuspannen, die während der Nazizeit Karriere gemacht hatten. Einen wie den Bankier Hermann Josef Abs gewann er als finanziellen Berater für das Institut. Er war als Politiker eigentlich jenseits von Gut und Böse, nicht wahr?
während Adorno eher etwas naiver, aber trotzdem sehr geschickt, immer die Seite von Gut und Böse geblieben ist. Horkheimer, das habe ich nicht selbst erlebt, aber es wurde mir ziemlich authentisch erklärt. Es ging ja so weit, dass er einen nicht nur als Mitläufer, sondern also etwas mehr verstrickten Germanisten als Rektor propagiert hat, als die Wahl wieder an die Philosophische Fakultät kam. Das wurde dann allerdings gestoppt, und zwar natürlich deswegen, weil er diesen Mann dann hätte leiten können. Nicht wahr? Also da war er, ich will nicht sagen skrupellos, sondern hat er seine politische Linie mit allen einigermaßen noch möglichen oder erlaubten Mitteln hat er durchzusetzen versucht, mit großem Erfolg. Bis 1959 leitete Max Horkheimer auch noch das Institut und lehrte Philosophie in den kleinen Seminarräumen. Dann setzte er Adorno als seinen Nachfolger ein und zog sich in die Schweiz zurück. Geschrieben hatte er schon lange nichts mehr, aber selbst aus der Ferne dominierte er das Institut. Und wenn er zusammen mit Adorno noch in Seminaren erschien, dann war immer klar, wer das Sagen hatte. Als junger Student ging ich dann in ein Oberseminar, das machte man da, nahm man allen Mut zusammen und ging dahin. Ja? Und da erlebte ich ihn dann zusammen mit Horkheimer. Und die Körpersprache dieser beiden war sehr interessant. Horkheimer saß. Horkheimer, statuarisch, er saß. Und Adorno, der war für die Arien zuständig. Der lief auf und ab und versicherte sich auch immer mal wieder bei Horkheimer. Ah, Herr Horkheimer, ja, beim Referat vortragen, mal gucken, wie reagiert der jetzt darauf, auf diese Geschichte. Na, Horkheimer saß aber eigentlich freundlich, lächelnd da und fand das so schön, was da in der Bibliothek abging, im Seminar im Bibliothekszimmer abging. Und dann guckt er dort zurück und sagt, ah, der ist zufrieden, er mich auch zufrieden. Ja. Die Weise, wie er sich im Seminar sozusagen Rat und Schutz suchend zu Horkheimer, wie er hinaufblickte oder wie er sich hinüber neigte, hat mich sehr verletzt, weil ich dachte, dieses Genie, sollte doch nicht so offensichtlich plötzlich den Diener machen. Umgekehrt machte Horkheimer den Diener bei den Mächtigen der Republik. Ihr Misstrauen wollte er nicht erregen, ihre Gunst nicht verlieren. Und so versuchte er, die marxistische Vergangenheit des Instituts in der Öffentlichkeit zu verbergen. Die frühen Schriften, wie die Dialektik der Aufklärung, aber auch die berühmte Zeitschrift für Sozialforschung, verbarg er so gut es ging vor den eigenen Studenten. Sie schienen ihm nicht mehr zeitgemäß. Solange der Nationalsozialismus gedauert hat, habe ich mir gedacht, eine Revolution kann nichts Schlimmeres bringen. Nachdem aber der Friede hergestellt war, da hatte ich Angst vor der Revolution, denn Diktatur ist ärger als das, was in Deutschland herrscht. Und das war der Grund, warum ich so gezögert habe, denn ich wollte nicht, dass man meine Schriften als revolutionäre Propaganda benutzt. Die Zeitschrift für Sozialforschung, an die war damals gar nicht ranzukommen. Die wurde also sozusagen, als sei sie giftig, weggetan. Und es war, glaube ich, mal, da bin ich nicht ganz sicher, da war ich nicht dabei, es war, glaube ich, mal so ein Spiegelteam da, die wollten das machen und wollten auch diese Zeitschrift sehen und so. Und da hat der Horkheimer voller Wut die Kamera kaputt gemacht. Also die hatten schon ein schlechtes Gewissen, weil es natürlich damals auch, also wenn man damals als Kommunist galt, es war ja immerhin die Zeit des Kalten Krieges und so weiter, das war ja vollkommen verrückt. Tatsächlich hatte sich Horkheimer schon lange von der eigenen marxistischen Vergangenheit gelöst. Tatsächlich war Horkheimer nicht mehr allzu weit entfernt von der Politik eines Konrad Adenauer oder Ludwig Erhard. Er teilte mit ihnen die Angst vor dem Ostblocksozialismus und die Wertschätzung für die repräsentative Demokratie. Die kritische Theorie, wie er sie noch akzeptierte, war so kritisch nicht mehr. 1952 hatte das Institut mit einer Studie über das demokratische Bewusstsein der westdeutschen Studentenschaft begonnen.
1957 sollte Jürgen Habermas, der Adornos Assistent war, das Vorwort zum ersten Teil des Projekts verfassen. Er wollte ernst machen mit der kritischen Theorie. Er wollte auf die Lücken der gängigen Wissenschaft hinweisen und darauf, dass sie nur scheinbar unpolitisch und wertfrei war. Aber so viel Aufmüpfigkeit bestrafte Horkheimer sofort. Er bestand gegenüber Adorno auf der Entlassung des Assistenten, der seiner Ansicht nach theoretisch ahnungslos sowie politisch blind sei und der großen Schaden für das Institut bringen würde. Habermas ging schließlich freiwillig. Adorno konnte ihn nicht schützen. Er war zu schwach. Der Adorno konnte kein Bruch sich im Grunde leisten gegen mit Horkheimer. Und die Habermas-Geschichte ist deswegen so interessant, weil er nicht einfach sagen konnte, du, den habilitiere ich. Das konnte er nicht. Also insofern ist das doch so, dass er auch größere Schwächen hatte. Und gerade, aber dass er diese Schwächen, die kannte man, dass er die auch zeigte, dass er sie ausgehalten hat, das war vielleicht seine Größe. 1959 übernahm Adorno die Leitung des Instituts. Empirische Studien betrieb er nicht mehr. Was die Gesellschaftskritik betraf, so zehrte er von vergangenen Arbeiten. Und dennoch wurde er gerade in dieser Zeit zu einer öffentlich bekannten Figur, zu einer Leitfigur. Kein Intellektueller hielt mehr Vorträge im Radio, kaum einer war öfter im Fernsehen. Unter einem mündigen Menschen verstehe ich allerdings zugleich auch einen Menschen, der sein Schicksal in der Realität real bestimmen kann. Und das bedeutet eine Gestaltung, eine Einrichtung der Realität so, dass in ihr mündige Menschen leben können. Es gibt bereits vorbildliche Lösungen, wie hier in Hannover, wo Sozialdemokraten regieren, oder hier in Berlin. Stadtautobahnen und vielspurige Schnellstraßen. Das Bild der Zukunft, die schon begonnen hat. Der Bau neuzeitlicher Straßen gehört zu den wichtigsten Aufgaben jeder modernen Regierung. Die Menschen, so schien es, hatten aus der Katastrophe der Vergangenheit nichts gelernt. Staat und Ökonomie richteten die Welt weiterhin für ihre Zwecke zu. Als sei das völlig natürlich und vernünftig. Es war Adorno, der stellvertretend für eine ganze Generation dagegen Einspruch erhob, der das Verhängnis zu erklären suchte, getragen auch von der alten, romantischen Vorstellung, so wüst und öd wie die Welt ist die Seele derer, die in ihr leben müssen. Und das wirkte ziemlich plausibel. Mittlerweile reichten die kleinen Seminarräume des Instituts nicht mehr aus. Er las vor Hunderten von Zuhörern in der Universität. Wir sind uns darüber einig, dass die Menschen heute, und da würde ich wirklich sagen, in einem Maß, wie es noch nicht da gewesen ist, von den Institutionen, und das heißt hier in erster Linie von der ins Ungeheuerliche zusammengeballten Wirtschaft und in zweiter von den Verwaltungen abhängig sind. Sie stehen also den Menschen als eine fremde und bedrohliche Gewalt entgegen, als eine Art von Fatalität, deren sie sich kaum erwehren können. Die Beschwörung der Fatalität war umso eindrucksvoller, als jede praktische Rettung unmöglich war. Was blieb, war nur die Analyse. An dem Punkt, dass man sagt, wie Adorno, das Ganze ist das Unwahre, oder es gibt kein richtiges Leben im Falschen und so weiter. An diesem Punkt der tiefen Verzweiflung über den gegenwärtigen Weltlauf, an diesem Punkt gibt es eine überraschende Nähe zu dem großen Antipoden Heidegger, der ja dann in derselben Zeit von der notorisch gewordenen Seinsvergessenheit spricht. Heidegger war der einzige Philosoph, der Adorno in der jungen Bundesrepublik seine Position hätte streitig machen können, wenn er nicht durch seine Rolle im Dritten Reich diskreditiert gewesen wäre. Aber nicht nur deswegen bekämpfte Adorno dessen Jargon der Eigentlichkeit. Für ihn überdeckte die heideggersche Metaphysik die gesellschaftlichen Missstände mit einem falschen Pathos. So einfach konnte es sich die Philosophie nicht mehr machen, nach dem, was geschehen war. Heidegger pflegte einen modernen Umgang mit der andachtsvollen Geste, ja, einen instrumentellen Umgang. Also da hat
Adorno bei Heidegger doch einiges gespürt. Ich würde nur sagen, Jargon der Eigentlichkeit, schrieb also Adorno. Aber die Adorno hat seinerseits auch einen Jargon in die Welt gesetzt. Und der war auch nicht von schlechten Eltern, ja? Es war ein Jargon, der eine ganze Generation von Deutschlehrern, Kulturkritikern und Feuilletonisten prägte. Es sieht so aus, dass der Begriff der Anarchie bei Marx in einem durchaus kritischen Sinn verwandt wird, das wissen wir alle. Aber dabei heißt, bedeutet diese Kritik so viel wie Anarchie der Warenproduktion, also einen Stand, in dem die Menschen den über sie gesellschaftlichen Gesamtprozess als ein für jeden Einzelnen blindes und zufälliges Erfahren. Der Hörsaal beherrschte sie. Einerseits so gefesselt von den Girlanden seines Denkens, ja. Aber er hatte dann doch immer noch eine Aufmerksamkeit so übrig, wenn später kam, ja, merkte das war. Und wenn während er weiter sprach, aber so genau verfolgten, wo sie jetzt Platz nimmt und sie einen Moment lang auch fixieren. Und währenddessen aber ging immer alles weiter, ja. Also eine Präsenz, die doch immer noch ein Auge hier für so ein kleines erotisches Vorkommnis übrig hatte. Ne? Das ist einfach Vitalitätsäußerung gewesen. Ich glaube nicht, dass es Liebschaften waren. Und wenn es irgendwie weiterging, dann waren es Anerkennungsgesten. Ja, also er selber fühlte sich sozusagen erhoben, vitalisiert, strahlender, agiler, lebendiger, im Spiegelbild einer jungen Frau. Ja. Aber es war mitunter doch mehr. Adornos Liebe zu den Frauen war ein offenes Geheimnis unter den Studenten und blieb auch seiner Ehefrau Gretel nicht verborgen. Es gab wohl ein Agreement zwischen den beiden und ich muss sagen, das hat mich sehr beschäftigt. So dass Treue ja, aber keine Fixierung. War eine wahnsinnig symbiotische Beziehung, ja, aber keine der Ausschließlichkeit. Also die Gretel hatte auch ihren Freund lange Zeit. Im Exil in England in den 30er Jahren hatten Gretel Karplus und Adorno geheiratet. Jetzt wohnten sie im Frankfurter Westend, keine 5 Minuten vom Institut entfernt. Gretel begleitete ihren Mann pünktlich um 9 in das Institut, wo sie ebenfalls ein Zimmer hatte. Nach einer ebenso strikt eingehaltenen Mittagspause kehrten sie abends pünktlich um 18 Uhr zurück. In eine Wohnung, die betont unauffällig eingerichtet war, in der sich außer einem Flügel nichts befand, was einen gehalten hätte, die sie, wäre es nötig gewesen, sofort wieder hätten verlassen können. Zu zweit. Der Adorno hat die Gretel wirklich wohl unglaublich geliebt. Da war eine ganz, ganz tiefe Beziehung. Nicht umsonst war das Kosewort von Adorno für die Gretel mein Herztier. Das sagt sehr viel. Und umgekehrt war Adorno für die Gretel ein Zentrum. Ein intellektuelles, lebendiges Zentrum. Die Adornos lebten damals in einer Stadt, die selbst wiederum das intellektuelle Zentrum der Bundesrepublik war, wofür ein Name stand, der Surkamp Verlag. In seiner Edition Surkamp schrieben Schriftsteller wie Hans-Magnus Enzensberger, Martin Walser oder Alexander Kluge gegen Mief und Muffigkeit an. Es schien sich etwas zu bewegen in der Republik. Aber Adorno, ebenfalls Surkamp-Autor, wurde immer pessimistischer. Die Menschen waren dem falschen Leben so sehr verfallen, dass sie das Richtige nicht einmal mehr zu denken vermochten. Und dann war da noch die Vergangenheit. 1963 begann in Frankfurt der Auschwitz-Prozess, einerseits. Aber die Beteuerung der Täter, nichts gehört und nichts gesehen zu haben, verfing bei den jüngeren Prozessbeobachtern nicht mehr ohne weiteres. Auf sie wirkte das ebenso grotesk wie der damals noch selbstverständliche Aufzug der Vertriebenenverbände.
Wer in der Bundesrepublik groß geworden war, der konnte das so wenig ernst nehmen wie den Studenteneid, den die Erstsemester noch immer an der Frankfurter Uni sprachen, so wie es ihre Väter schon getan hatten, bevor sie in den Krieg gezogen waren. Wir verpflichten uns, uns als Studenten der Johann Wolfgang Goethe Universität dem vorbehaltlosen Dienste an der Wahrheit zu widmen. Noch war alles ruhig an den bundesdeutschen Universitäten. Noch schienen die Studenten andere Sorgen zu haben, als darüber nachzudenken, wie es eigentlich stehe um die Bewältigung der deutschen Vergangenheit. Das ist eigentlich eine sehr besessen arbeitende, interessierte Studentenschaft. Interessant ist ja, dass das Institut für Sozialforschung zwei Jahre vor Ausbruch der Protestbewegung noch eine Untersuchung machte, Studentenpolitik. Da stand drin, zu revolutionären Zwecken gar nicht geeignet, nicht aufmüpfig und so weiter. Das war offenbar Irrtum. Und dieses Verhältnis, dass man sagt, 45 ist nicht verarbeitet worden. Und die Republik, wie wir sie haben, kann nicht alles sein. Und wir sind nicht einverstanden, dass in Nicaragua und Vietnam dies ohne unsere Zustimmung gewissermaßen, ja, eine Supermacht sich gewaltsam äußert. Das ist sehr lange vorbereitet. Der Vietnamkrieg solidarisierte die Menschen durch das Fernsehen. Die US Army erobert ein Bauerndorf und zündet es an, vor den Augen der Welt. Das Fernsehen brachte Bilder ins Wohnzimmer, die niemand bestellt hatte und die jeder innerlich kommentieren musste, ob er wollte oder nicht. Zur Empörung gesellte sich, ebenso weltweit, eine Musik, die im Nachhinein entsetzlich kitschig klingt, damals aber ein Mittel des Protests war. Es war die erste Welle der Globalisierung, an deren Ende alle Jugendlichen die gleiche Musik hörten und die gleichen Hosen trugen, ob in Amerika oder Asien oder Europa. Einer wie Adorno hatte das sofort durchschaut. Ich glaube allerdings, dass Versuche, politischen Protest mit der Popular Music, also mit der Unterhaltungsmusik, zusammenzubringen, deshalb zum Scheitern verurteilt sind, weil die ganze Sphäre der Unterhaltungsmusik, auch wo sie irgendwie modernistisch sich aufputzt, so mit dem wahren Charakter, mit dem Amüsement, mit dem Schielen nach dem Konsum verbunden ist, dass also Versuche, dem eine veränderte Funktion zu geben, ganz äußerlich bleiben. Und ich muss sagen, wenn also dann irgendjemand sich hinstellt und auf eine im Grunde doch schnulzenhafte Musik dann irgendwelche Dinge darüber singt, dass Vietnam nicht zu ertragen sei, dann finde ich, dass gerade dieser Song nicht zu ertragen ist, weil er, indem er das Entsetzliche noch irgendwie konsumierbar macht, schließlich auch daraus noch etwas wie Konsumqualität herauspresst. Nur Kunst, die sich durch ihre Abgeschlossenheit jedem Konsum entzog, ließ Adorno noch gelten. Und eigentlich gab es da nur einen, Samuel Beckett. Verfluchter Hurenbock, wie geht es deinen Stümpfen? Kümmere dich nicht um meine Stümpfe. Ich bin wieder da mit dem Zwieback. Was ist denn das? Das ist der klassische Zwieback. Er ist hart, ich kann nicht. Sperren ein! Man sagt immer von Beckett, es sei eine Technik der Reduktion bis zum Äußersten. Und ich habe das selber auch gesagt und ich meine, es ist gar keine große Trouvaille, das zu sagen. Aber diese Reduktion ist ja wirklich das, was die Welt aus uns macht, um mit Karl Kraus zu reden. Was hat die Welt aus uns gemacht? Diese Stümpfe von Menschen, also diese Menschen, die eigentlich ihr Ich verloren haben, die
die sind eben wirklich die Produkte der Welt, in der wir leben. Die bürgerliche Gesellschaft bringt Individualismus hervor und macht daraus dann zugleich wieder einen Fetisch, entkernt das Individuum, macht es zu einem Ding, zu einer Größe, zu einem atomisierten Etwas, was hin und her werden kann. Also auch der Schlag, ja, von einer Chance in ein Verhängnis. Damit ging es um mehr als nur den Vietnamkrieg oder um den verstaubten Universitätsbetrieb. Es ging um die Befreiung des Menschen schlechthin. Und die duldete keinen Aufschub. Adorno hat die Proteste der Studenten anfangs wohl durchaus mit Sympathie betrachtet. Kapitalismus führt zum Faschismus! Kapitalismus muss weg! Auf die Erschießung des Studenten Benno Ohne Sorg im Juni 1967 reagierte Adorno verstört. Ängste aus der Vergangenheit schienen in ihm aufzusteigen. Ich habe unmittelbar nach der Ermordung von Ohne Sorg meinen Studenten im soziologischen Seminar gesagt, dass die Studenten heute die Rolle der Juden spielen würden und ich werde dieses Gefühl nach wie vor nicht los. Aber diese Solidarisierung mit den Studenten ließ sich nicht durchhalten. Nicht nur, weil die Frontlinien zu unübersichtlich waren, zu rasch wechselten. Auch nicht deshalb, weil Adorno geradezu überempfindlich reagierte auf jede Form von Gewalt. Es war noch etwas anderes. Adorno hat mal gesagt, wer denkt, ist nicht wütend. Wer denkt, bezähmt die Wut. Und dieses Moment der Sublimierung im Denken, dass er das uns jungen Leuten abverlangt hat, das fand ich nicht in Ordnung. Weil Wut und Empörung haben viel miteinander zu tun. Und ich denke, dieses emotionale Moment der Empörung war ein ganz berechtigtes Moment dieser Generation. Vielleicht war es aber auch einfach so, dass für Adorno die Universität selbst kein Ort für Empörung war, sondern für das Denken. Für Adorno war die Theorie, war das Denken selbst bereits Praxis. Und diese Praxis wurde empfindlich gestört durch studentische Aktionen, in denen auf deprimierend bürokratische Weise junge Menschen stundenlang über Organisationsfragen diskutierten und sich dabei wichtig fühlten. Mittlerweile war auch Jürgen Habermas wieder nach Frankfurt zurückgekommen, als Professor für Soziologie und Philosophie. Er wird am Ende den Studenten Linksfaschismus vorwerfen. Adorno mied die direkte Konfrontation. Viele Studenten kamen aus seinen Seminaren. Aber im Fernsehen ließ er keinen Zweifel daran, was er von der Bewegung hielt. Ich würde, und darin stimme ich mit Habermas völlig überein, diese ganze Bewegung überhaupt nicht als eine revolutionäre Bewegung bezeichnen, sondern ich glaube, dass es sich um eine Art von Pseudoaktivität handelt, also um die, ich würde sagen, verzweifelte Anstrengung in einer Situation, in der die Möglichkeiten einer Veränderung der Gesellschaft weitgehend blockiert sind, es trotz allem zu erzwingen, mit dem tiefen Wissen, dass es so jedenfalls nicht geht. Herbert Marcuse war da optimistischer. Protest, so meinte er in schlechtem Deutsch, müsse weitergehen, komme was wolle. Und selbst, und damit möchte ich schließen, selbst wenn wir nicht singen, dass die Opposition hilft, müssen wir weitermachen. Marcuse, der in Kalifornien Philosophie lehrte, war kurzzeitig das Idol der Studenten weltweit durch seinen Bestseller »Der eindimensionale Mensch«. Früher hatte er zum innersten Kreis des Instituts für Sozialforschung gehört, bis Horkheimer lieber mit Adorno arbeitete als mit ihm. Jetzt aber schien seine Stunde gekommen zu sein und er spielte noch einmal den Revolutionär, wie früher, mit 69 Jahren. Ich bejahe jede Bewegung, jede Möglichkeit, die den bestehenden Terror und die bestehende Unterdrückung mildern und vielleicht sogar aufheben können. Bei einem seiner Deutschlandbesuche traf sich Marcuse noch einmal mit Horkheimer und Adorno. Zu sagen hatten die drei sich nicht mehr viel.
Horkheimer lehnte die studentische Bewegung völlig ab. Für Adorno war sie zum Scheitern verurteilt. Vermutlich fiel sie ihm auch langsam lästig. Er arbeitete an einem Buch über Beethoven, mit dem er aber nicht zurande kam. Und das beschäftigte ihn mehr als die Diskussionen mit studentischen Vertretern, die sich auf dem Ego-Trip befanden. Andererseits war er durchaus aufgeschlossen, wenn es darum ging, die herkömmlichen Strukturen am Institut aufzubrechen, Mitbestimmung zuzulassen, das Haus zu demokratisieren. Aber die Bewegung hatte bereits eine unkontrollierbare Eigendynamik angenommen. Ganz vorn mit dabei Hans-Jürgen Krahl, Adornos Lieblingsschüler, der Robespierre von Bockenheim. Dieselben Leute, wie zum Beispiel Krahl, ja, den er sehr respektiert hat, hätten ihn gewinnen können. Ja. Es hat ja Zeiten gegeben, in denen beschlossen war im Institut, ein Drittel des Institutsetats wird den Studenten ausgehändigt zur freien Verfügung. Ja. Ein Drittel behalten die Professoren und leisten auch was, sodass das Institut gerechtfertigt wird. Und ein Drittel wird gemeinsam bestimmt. Ja. Das war ja im Grunde eine neue Art von Universität, eine Mitbestimmungsuniversität. Das war nicht genug, ja, nicht? Man musste das andere Drittel auch haben, ja, sagten die Studenten. Und haben sich einfach nicht eingekriegt, ja, nicht? Und dann kommt es zur Institutsbesetzung. Im Januar 1969 besetzte eine Gruppe von Studenten das symbolträchtige Haus. Es war eine Art Rebellion gegen die Vordenker des Protests und wurde zum Machtkampf. Zu den Besetzern gehörte Frank Wolf, damals Student bei Adorno und im Bundesvorstand des SDS. Wir haben schon damit gerechnet, dass da Polizei geholt wird. Andererseits wollten wir das natürlich auch wiederum nicht. Das war ja diese merkwürdige Spannung, dass wir wollten ja reingehen, auch nicht einfach nur um den Polizeieinsatz zu provozieren, sondern es war ja auch ein Appell, dass die Professoren auf unsere Seite kommen oder auf unserer Seite bleiben, je nachdem, wie man das empfindet. Im Rückblick ist es unverständlich, dass die Institutsleitung, zu der neben Adorno mittlerweile Ludwig von Friedeburg gehörte, den Machtkampf aufnahm. Sie konnte dabei nur verlieren. Ganz andere Bedingungen, weil es sich das hier um eine private Stiftung handelt und die Direktoren, also Adorno und ich, verantwortlich für den Raum waren, ne? Sodass hier nichts anderes übrig blieb, dann als wieder polizeilich räumen zu lassen. Nach außen wollte Ludwig von Friedeburg aber nicht der Verantwortliche dafür sein und eilte zu Walter Rüegg, dem Rektor. Könnten Sie nicht die Polizei rufen lassen? Sag ich, Herr Friedeburg, ich bin doch da nicht kompetent. Sie sind doch Direktor mit Herrn oder? Ja, aber Sie sind doch im Vorstand. Dann sagte ich ihm, ja, Herr von Friede, wenn Sie glauben, dass die Studenten nachher die Schuld mir geben, ich bin mir also schon etliches gewöhnt, ich mache das gerne. Oder macht gerne, dann mache ich es eben, nicht wahr? Und habe dann gemacht. Aber ich meine, kein Student hat nachher den Rektor dafür verantwortlich gemacht. Wir können rechtlich die Räumung durch die Fertigzeit stattfinden. Das nicht, Herr Professor Adorno, wenn ich vielleicht eine Frage Sie stellen ja mich interviewen. Ich möchte Sie interviewen wollen. Recht interviewt. Nur und dass es dabei bleibt. Denn sonst müsste ich ja wieder die Möglichkeit haben, auf die sogenannten Darstellungen der Kommilitonen ebenfalls zu antworten. Also, und diese Möglichkeit habe ich jetzt nicht. Wir fühlten uns dann schon auch allein gelassen. Und ich glaube, ein Teil dieser ganzen Dynamik besteht auch darin, dass unsere Hochachtung, die wir ja fielten, die wir hatten für Adorno sehr stark, ja, dass die sozusagen auf diese merkwürdige Weise dann abbrach. Das Institut hatte seine Aura verloren. Die Studenten wandten sich ab. Das hat nun wieder Adorno entsetzlich leid getan. Und Sie merken, wie wenig das mit seiner Realität, mit seiner Wirklichkeit, mit seinem Innern zu tun hat, dass er anschließend die verhafteten Studenten fragt, seid ihr denn gefoltert worden? Ja? Als ob in Hessen Folter üblich war in der Polizei. Also ich möchte mal so sagen, das sind also gröbste Missverständnisse auf Gegenseitigkeit.
Studenten vor dem Frankfurter Gerichtsgebäude. Die Institutsbesetzung hatte ein juristisches Nachspiel nur für Hans-Jürgen Krahl, der wegen Hausfriedensbruchs angeklagt wurde. Das Verfahren gewann etwas Unwirkliches, wie so vieles, was in der Spätphase der Studentenbewegung geschah. Im April 1969 trat auch noch der Frankfurter Weiberrat in Aktion und sprengte Adornos Vorlesung Einführung in dialektisches Denken mit einer spektakulären Aktion. Ich sehe ihn, wie seine Augen tränen. Er hat sehr empfindliche Augen. Er ist zuckerkrank gewesen auch. Wenn er sich so verletzt fühlt, so tief verletzt fühlt durch diese Szene der entblößten Busen, ja, bei dem ja er nicht weiß, was ist er jetzt, wird er verdächtigt, er sei ein lüsterner Onkel, ja, oder was sei er, ja, was soll seine Rolle sein in dem Zusammenhang, ja, er ist ja doch immerhin ein weltberühmter Mann. Auch wenn es in der Presse nur zu einer kleinen Notiz reichte, alle, die Adorno näher kannten, ahnten, welche Kränkung und Demütigung dieses Busenattentat für ihn bedeutete. Ich habe mich selten in meinem Leben so miserabel gefühlt wie in diesem Moment. Also die kommen rein und stürzen aufs Podium und tanzen so um ihn herum und dann machen sie den, entblößen die sich. Und man kann Adorno auch in seinem Verhältnis zu Frauen eine ganze Menge vorwerfen. Aber eins kann man überhaupt nicht ihm vorwerfen, dass er irgendwann mal sexistisch gewesen sei. Und das war sexistisch. Viele hatten so das Gefühl, dass es ein sehr furchtbarer und unappetitlicher und schrecklicher Vorgang, eine symbolische Hinrichtung eigentlich. Und wenig später ist ja Adorno dann auch gestorben. Es ist schon einiges daran, wenn man sagt, dass ihm 68 dann auch das Herz gebrochen hat. Ne? Nein, das weiß ich einfach auch, dass das nicht stimmt. Adorno hatte eine Herzgeschichte, der ist sicher nicht gesünder geworden in der Studentenrevolte, das kann man wirklich sagen, aber was ihm an den Nieren gegangen ist, ist eine ganz andere Sache. Was ist noch wirklich an der Wirklichkeit? Das war seine Frage. Und währenddessen hatte er Probleme in der Konsistenz seiner Liebesverhältnisse, ja, nicht? Wenn ihn dann jetzt noch eine junge Frau verlässt, ja, und sagt, er sei doch älter, als für sie gut sei, dann ist das eine Summe, ja, die die Welt irrealisiert. In der Gerichtsverhandlung gegen Krahl deutete der Staatsanwalt an, dass in seinen Augen Adorno eigentlich der Verantwortliche für die Unruhen sei. Adorno wiederum drängte auf ein schnelles Verfahren. Er wollte Urlaub machen in der Schweiz gegen den Rat seines Arztes. Aber er war mit Gretel immer in die Schweiz gefahren, seit Jahren. Es war so, dass an den Tag vor seinem Tod sein Bergstiefel, ja, ein Loch hatte. Ja. Jetzt, statt aufzuhören, er fühlte sich schon sehr elend, ja, geschwächt. Ja, es war viel zu hoch. Ja. Wurden neue Stiefel gekauft, weiter marschiert. Ja, nicht? Und dann wird er im Bett aufbereitet, weil er eben diese Schwächegefühle schon hat, ja, kriegt noch einen Kriminalroman in die Hand gedrückt, fühlt sich etwas kujoniert, ja, nicht schimpft, ja, und dann ist er plötzlich tot. Am 6. August war Adorno gestorben. Am 13. August wurde er auf dem Frankfurter Hauptfriedhof beerdigt. Horkheimer war aus der Schweiz gekommen und hatte die Trauerfeier ausgerichtet. Kultusminister Ernst Schütte vertrat die Hände. In seiner Rede wandte er sich direkt an Gretel Adorno. Liebe Gretel, Sie sagten einmal, Ihre Ehe sei eine Symbiose gewesen.
Darin liegt für uns eine Hoffnung, dass sie, ohne die das geistige Werk Adornos undenkbar wäre, ohne die er in seiner Existenz nicht vorstellbar war, diese Symbiose weitertragen. Der Abschied von Adorno, er war auch ein Abschied von seiner Frau. Sie hatte den Inhalt ihres Lebens verloren und sah das wohl recht unsentimental. Sie war gleich in den ersten Tagen nach seinem Tod, nach der Beerdigung, entschlossen, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Sie hat dann Nachlass, Geschichten geordnet und so, und hat sich dann, wenn ich mich jetzt recht erinnere, nach etwa einem Jahr versucht, das Leben zu nehmen, was nicht gelang. Und das war dann eine erhebliche Belastung für sie auch in den weiteren Jahren, bis sie gestorben ist. Gretel Adorno lebte noch bis 1993, 24 Jahre lang, in der alten Wohnung, inmitten der Werke ihres Mannes. Ihr Selbstmordversuch war gescheitert, aber das Gift, das sie genommen hatte, hatte ihren Geist zerstört. Und am Ende finanzierte die Remsmar-Stiftung ihre Pflege. Dafür erhielt sie den Nachlass, aus dem das Adorno-Archiv entstand. Es wirkt wie ein Mausoleum und merkwürdig abgeschottet gegen die Außenwelt. Es ist ein zu Tode verwalteter Ort. Ein trauriger Ort, der sich das Stockwerk teilt mit der Drogenberatung der Stadt Frankfurt. Hier ist gestrandet, was Adorno einmal als Flaschenpost, als Warnung für künftige Generationen geschrieben hat. Damals, als die Universität noch einmal versucht hatte, intellektuelles Zentrum für die Gesellschaft zu sein und die Fragen zu stellen, für die die Menschen sonst keine Zeit mehr haben und keine Gelegenheit. Kein Forum. Es muss eine Zeit gewesen sein, in der die Universitäten mehr waren als trostlose Betonhöhlen, aus der Ferne verwaltet von Bürokraten. Dass die Forderung nach Schönheit und Menschlichkeit eine revolutionäre sein kann, hier ist es zu ahnen. Vielleicht ist die Erinnerung daran, dass es auch anders sein könnte, als es ist. Vielleicht ist es das, was von Adorno geblieben ist. Das scheint nicht viel. Aber nichts davon ist überholt. Wirklich nicht. Ich will ja gar nichts anders, als dass die Welt so eingerichtet wird, dass die Menschen nicht ihre überflüssigen Anhängsel sind, sondern dass in Gottes Namen die Dinge um der Menschen willen da sind und nicht die Menschen um der Dinge willen, die sie noch dazu selbst gemacht haben. Und dass sie es selbst gemacht haben, dass die Institutionen schließlich auf die Menschen zurückweisen, das ist für mich jedenfalls ein sehr geringer Trost.